Hossa, also ich habe es jetzt hier zur Enkelenhütte geschafft. Das ist auch nochmal eine Rasthütte. Und jetzt gibt es ein paar Neuigkeiten. Und zwar, vor mir sind tatsächlich ein deutsches Pärchen. Die sind unterwegs bis zur nächsten Fehlstation und laufen wohl scheinbar mit deutlich leichterem Gepäck als ich von Fehlstation zu Fehlstation. Also die reguläre Route in Anführungszeichen. Ja, das ist ja irgendwie ganz interessant zu wissen. Die sind wohl in der Ballamaren-Station, also die ich mir eben angeguckt hatte, sind die wohl heute Morgen schon losgelaufen, weil die waren hier schon um 12 Uhr irgendwas. Gut, ich bin erst um kurz vor 11 losgekommen, bis ich all meine Ausrüstung gestern mal endlich auch richtig sortiert hatte. Das musste ich ja auch noch machen heute Morgen und habe noch ein bisschen Wasser abkochen kochen müssen, in Anführungszeichen, und mir noch ganz viel Zeit mit dem Frühstück nehmen und was weiß ich. Außerdem musste ich mich mal ausschlafen, jetzt erstmal von der Anreise erholen. Das ist natürlich scheiße, wenn die Anreise schon so stressig ist, dass man schon nicht im Vollbesitz all seiner Kräfte startet, die man hier definitiv braucht. Ja, das letzte Stück, ich habe es ja hin und wieder mal so ein kleines bisschen gefilmt. Es war keineswegs die ganze Zeit runter, also da darf man sich nicht so sehr drauf verlassen auf den Reiseführer. Es lohnt sich da eher die Karte nochmal genau zu studieren. Es war schon überwiegend runter, aber es waren auch noch so einige dann wieder Hochpassagen dabei. Die haben da nochmal so ein bisschen extra Kraft gezogen und teilweise war es richtig schwierig, den Weg zu finden. Das ist ja immer das Problem mit diesen roten Kreuzen. Die habt ihr wahrscheinlich auch schon auf dem einen oder anderen Bild gesehen. Die markieren ganz wunderbar und hervorragend den Winterweg. Der ist derzeit noch gut markiert, weil der halt bis vor kurzem noch aktuell gewesen ist. Und erst jetzt wird der Sommerweg wieder interessant. Und tatsächlich ist es schon ziemlich ausschlaggebend, dass der Letzte, der sich in dieses Büchlein hier in der Hütte eingetragen hat, daher weiß ich auch, dass dieses deutsche Pärchen vor mir ist, tatsächlich noch mit Skiern unterwegs war, irgendwann im Mai, Anfang Mai. Und jetzt ist wohl wirklich so, dass dieser eine Kerl, der wirklich solo vor mir herlatscht, der sich hier nicht eingetragen hat, unterwegs ist, und dieses eine Pärchen da. Ja, das ist interessant, weil das würde sich dann ungefähr decken mit dem, was ich an Fußspuren gefunden habe. Das sind nämlich bis zu drei Paar. Das würde dann aber heißen, das habe ich euch auch eben gezeigt, dass diese Stelle, wo das eingebrochen ist, heute eingebrochen sein muss, weil allzu viele Leute sind da noch nicht drüber gelatscht. Das war, glaube ich, eine Doppelspur, was Fußspuren angeht. Also das ist natürlich dann krass. Da bin ich aber froh, dass das noch eingebrochen ist, bevor ich drauf stand. Ja, generell bei diesen Schneefeldern darf man schon ein bisschen Angst haben, was drunter ist. Das kann durchaus eben mal sein, dass es da durchaus ziemlich tief runter geht. Oh je, das hat mich jetzt ganz schön geschlaucht. Das letzte Stück. Gut, jetzt mache ich halt nochmal ein bisschen Päuslein. Und zwischendrin war es von der Psyche her ein bisschen schwierig, weil ich bin es nicht gewöhnt, dass es so mühsam ist, vorwärts zu kommen. So mühsam. Ist teilweise wirklich sau schwierig und belastet einen vom Kopf her. Also man muss sich wahnsinnig konzentrieren, dass man an die richtigen Stellen tritt. Und braucht natürlich auch super Trittsicherheit. Das ist Grundvoraussetzung, aber ja, das braucht ja, mentale Kapazitäten, vorsichtig ausgedrückt. Gut, Plan ist jetzt folgender. Ich werde jetzt auf das Hellax-Massiv, nein, Quatsch, nicht das Hellax-Massiv, das Enkälen-Massiv draufsteigen. Das sind nochmal so 3,5 Kilometer, ist aber wohl von der Hütte aus gesehen. Ich glaube nicht, dass von dieser Hütte nochmal viel runter geht. Bloß noch ein bisschen mehr als 100 Höhenmeter. Also so steil ist das jetzt tatsächlich auch nicht. Das geht jetzt wohl relativ leicht locker bergan. Schuhe noch mal ein bisschen neu binden, noch mal optimieren. Rucksack noch mal ein bisschen optimiert an mich ranpacken. Und ja, so K.O. bin ich jetzt auch noch nicht, jetzt nachdem ich wieder mal ein bisschen Päuslein gemacht habe. Aber das Päuschen, das war jetzt auch dringend nötig. Dann komme ich da auf jeden Fall hoch. So, wenn ich dann da oben bin, dann werde ich wahrscheinlich noch mal K.O. sein. Dann mache ich vielleicht noch mal 10 Minuten Pause, bis ich auskühle. Dann muss ich eh weiter, da oben ist kalt. Und dann komme ich nochmal runter zu einer Enan-Brücke, der zweiten Enan-Brücke. Das Ding haben wir ja schon gesehen, den Enan.
Und da wollte ich mir eigentlich gerne einen Schlafplatz suchen, wenn das da irgendwie möglich ist. Das ist das Problem mit diesen Hochplateaus hier überall. Ganz schwer zu zelten, ganz, 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 ganz schwer. Und ja, da würde ich dann gerne bleiben. Wahrscheinlich ist dann auch so irgendwas um ja, 19 Uhr locker, wahrscheinlich eher halb 8, weil jetzt ist schon Viertel nach 5. Ich bin halt arg spät losgekommen. Das muss morgen besser werden. Das muss morgen definitiv besser werden. Aber ich habe sehr gut geschlafen übrigens. Also wirklich ganz hervorragend. Kann ja ein bisschen früher aufstehen dann. Naja, gucken wir mal. Also eine Stunde früher loskommen wäre schon gut. Also das so, wenn es um 10 losgeht, das wäre schon was. Aber jetzt ist, wie gesagt, die Rucksackpackung ist jetzt optimiert. Da muss ich nicht mehr dran rumschrauben. Ich muss auch keine Birkenrinde mehr sammeln, die ich jetzt sicherheitshalber mal noch mitgenommen habe. Und ich habe auch keine Flussdurchquerungspassage, hoffe ich zumindest, direkt nach dem Loslaufen morgens. Also das ist dann schon eine etwas bessere Ausgangssituation. Puh, gerade psychisch schon so ein bisschen zu kämpfen, weil es ist halt wirklich noch weit, 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 weit. Und die Wege sind halt echt nicht einfach, einfach, einfach. Wobei ich natürlich davon ausgehen muss, das wird jetzt besser jeden Tag. Hat man auch sehen können, eben darin, dass der Wasserstand vom Enan schon zurückgegangen war. Die eine Pfütze da, wo ich ursprünglich durchwarten wollte, das ging ja dann, wäre jetzt theoretisch dann halt eben doch auch schon mit June gegangen. Dass jetzt dieses Schneefeld da gerade zusammengebrochen ist, ist auch ein Anzeichen dafür, dass es jetzt langsam schneller geht mit dem Abschmelzen und überall eben das Wasser rumfließt und so weiter und so fort. Das heißt, das wird tendenziell auch irgendwann mal weniger. Gegen Ende. Sehr schön ist die Landschaft, ja. Und ja, das ist schon. Es ist schon nicht so einfach. Das habe ich mir aber auch nicht so vorgestellt. Aber ja, ich habe übrigens keine Musik drauf. Ich habe nur das Ding hier im Ohr stecken. Ja, also gucken wir mal. Das müsste schon machbar sein. Und die ganz hohen Gebiete, die hinterlasse ich dann auch jetzt hinter mir so langsam. Da ist dann nicht mehr 1100, sondern mehr so, ja, so 900 bis 1000 von der Höhenlage her. Das sieht dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen besser aus. Okay, ich ruhe mich jetzt noch ein paar Minuten aus und dann geht's weiter. Eiszeit ist hier halt schon noch. Und damit bin ich am Zeltplatz angekommen. Für diejenigen, die auch die Wanderkarte besitzen, müsste es hoffentlich möglich sein, zuzuordnen, wo jetzt genau mein Zeltplatz sich befindet. Der grüne Punkt ist es. Und natürlich ist das einfach zum Nachvollziehen auch gedacht. Wer die Tour auch machen möchte, der weiß, dass er dann an der Stelle theoretisch auch zelten kann, wenn er das dann möchte. Oladio, wie man sieht, hocke ich in meiner Hütte.
Also das Zelt ist schon toll. Also da bereue ich wirklich überhaupt nicht, dass ich so ein relativ schweres Zelt mit mir rumschleppe. Wenn das Ding steht, da kannst du alles drin erledigen, hast genug Platz. Selbst ein doch nicht ganz kleiner Mensch wie ich hat da wirklich schön Platz, sich auszubreiten, Zeug hinlegen, schön sortiert. Alles hat sein Plätzchen mehr oder weniger. Man kann gleich sein Bett ausbreiten, Schlafsack hinlegen. Der Rucksack hat da noch Platz. Nebendran lieg ich. Da drin ist noch reichlich Platz für theoretisch nasse Klamotten. Die trocknen im Innenzelt auch besser als außen. Kondenswasser hatte ich bisher noch bei keiner Benutzung dieses Zeltes. Das sind so ungefähr 6 oder 7 jetzt inzwischen. Nicht einen Tropfen Kondenswasser jemals gehabt. Jetzt werde ich heute nachts mal ausprobieren und die Lüfter zulassen. Die Option gibt es nämlich auch. Man muss die nicht aufmachen. Man kann die aufmachen. Die kriegt man auch dicht. Dann habe ich nur eine gewisse Ventilation von unten. Da aber so viel Wind geht, vermute ich schwer, dass das reichen wird. Und ich habe es ein bisschen wärmer und dann doch etwas weniger Durchzug, wenn ich die Lüfter jetzt mal zulasse. So, ich habe auch schon gekocht und gegessen. Und zwar heute leider nur eine Ein-Personen-Portion, dieses Zeug hier. Macaroni Cheese. Leider kann ich jetzt nicht mehr lesen. European Freeze-Dry? Ah, Summit to Eat. Summit to Eat nennen die sich, was ich jetzt entsprechend schon weggeschnitten habe. Also das war hervorragend. Ich glaube, das ist fast schon mein bisheriges Lieblingstütenessen gewesen. Auch nochmal hervorragend war der Döner der schwedischen Armee oder Kebab oder irgendwie sowas. Kebab mit Reis, auch als so ein Tütenessen. Das habe ich aber nur ein einziges Mal essen dürfen und bin seitdem nie wieder dran gekommen. Irgendwann, vielleicht suche ich mir das mal und kaufe es mir dafür ganz viel Geld. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr lecker. Ganz kleines bisschen mehr hätte es durchaus sein dürfen, aber gut, ich bin ja nicht hier, um dick zu werden. Das Gegenteil ist der Fall. Und was ich jetzt noch habe, tada! Hatte ich überlegt, ob ich mir das für irgendeinen Gipfel aufhebe oder so Späße. Temperatur 10 bis 12 Grad. Na perfekt, haben wir ungefähr. Also, wenn gerade kein Wind geht. Ja. Und dann werde ich jetzt dieses Ding hier noch genießen. Leider habe ich natürlich kein entsprechendes Weinglas. Und ob ich das Ding jetzt aus meiner tollen Tasse trinke oder aus diesem Tetra-Pack, das ist, glaube ich, auch schon scheißegal. Und dann werde ich das, glaube ich, aus dem Tetra-Pack saufen. Und dazu gibt es noch den Rest Eistee. Also, ich hatte ja noch ein Päckchen Eisteepulver. Das habe ich jetzt mir noch ins Wasser gekippt. Ich habe diesmal Gott sei Dank jetzt einen schönen Lagerplatz ausgewählt mit ganz in der Nähe einem wohlschmeckenden Bach mit vernünftigem Wasser. Das macht eigentlich einen guten Eindruck. Heute waren meine Wasserquellen bisher alle so ein bisschen, naja. Von heute Morgen habe ich sogar abgekocht. Es gibt noch eine negative Nachricht zu berichten bezüglich meines Sawyer-Wasserfilters. Ja, der ist ganz toll, bla bla bli blub blub. Das Problem ist bloß, dass das Wasser hier derzeit so viele Schwebstoffe enthält, weil halt die ganzen Wiesen alle ausgespült werden und so weiter. Dass der jetzt mir so schnell verstopft ist, dass ich mich nicht traue, den weiter zu verwenden für den Notfall, falls ich ihn dann doch dringend noch brauche, dass er dann wenigstens noch ein bisschen funktioniert. Und eigentlich hatte ich mir gedacht, ach was, da brauchst du doch nicht extra so einen, die Spritze brauchst du nicht extra mitnehmen, weil der hält ja lange, bis der mal verstopft ist. Ja, Pustekuchen. Bei dem Wasser, was es hier zurzeit gibt, hält er da nicht besonders lange. Das kann man auch nicht grob filtern, das geht durch eine Socke und ähnliches auch durch. Aber ist auch ungefährlich. Also diese ganzen Moorpartikel, Pflanzenpartikel und so ein Zeug, was da drin ist, das ist total harmlos. Schmeckt ein bisschen bescheiden, aber ja. Jedenfalls muss ich jetzt gucken, dass ich meinen Wasserfilter ganz sparsam verwende und möglichst dann halt eben auch da Nachtlager mache, wo ich vernünftiges Wasser finde. Und das ist hier der Fall. Ich habe eben so ein paar Bilder von einer Sonne bei Regen und Regenbogen und so weiter und so fort gemacht. Ich konnte leider nicht erkennen, ob die was geworden sind. Man sieht das Display teilweise arg schlecht bei den Lichtverhältnissen, die hier herrschen. Aber jedenfalls an der Stelle, an der ich diese Bilder gemacht habe, befindet sich jetzt auch mein Zelt. Ich mache morgen früh noch ein paar Bilder, wo es steht. Generell sehr schöne Aussicht.
bin ich sehr zufrieden. Steht mitten im Wind, mitten im Fjell. Aber gut, dafür ist das halt eben ein nicht ganz billiges Zelt. Das kann das durchaus ab, auch wenn es jetzt gerade ein ganz kleines bisschen flattert im Hintergrund. Aber mehr passiert auch nicht. Das ist halt ein kleines bisschen flattert, ist das Schlimmste, was mir hier passieren kann, in Anführungszeichen. Es würde auch noch extrem viel mehr Wind relativ gut abhalten. Gut, ich mache es mir gemütlich. Ich melde mich dann später nochmal, bevor ich schlafen gehe.